Willkommen zu diesem Video. Ja, wilde Felswand da hinter mir. Wir wissen noch gar nicht, was uns erwartet. Wir wollen auf jeden Fall den Schneipstein Ostgrat heute machen. Beim Aufgehen haben wir den Zustieg verfeiert. Jetzt sind wir den Normalweg aufgegangen. Und so probieren wir es heute runter. Schauen wir mal, ob das Ganze gut geht. Sicher wird es gut gehen. Wer ist dabei? Bench und der Max sind dabei. Und wir nehmen euch mit auf diese wunderschöne Tour in die Berchtesgadener Alpen. Wir machen es bei Fermins von Kuche aus direkt. Also bis zum Gipfel waren es schon mal 20 Kilometer und 1900 Höhenmeter. Ja, und jetzt geht es an einen Abstieg. Viel Spaß, bleibt dran! Wunderschönen guten Morgen aus Kuchl. Ja, jetzt sind es kurz vor 5 Uhr und ich warte noch auf den Max und auf den Bench. Jetzt zwar kommen wir jetzt gleich mit der S-Bahn daher und dann geht es mit den Bikes los ins wunderschöne Bluntautal und wir erfüllen uns hoffentlich heute endlich unseren lang gesehnten Traum vom Schneipstein Ostgrat. Jetzt sind wir in der Bluntau und zurück geht's hinterm Bärenwirt. Morgen, Egen. Mosche, Mosche. Ja, 9,5 Kilometer sind wir zugefahren. Da geht's dann weiter aufs Joch und bei uns geht's jetzt einmal da rein. 100 Höhenmeter waren's da rauf. Schneipstein, 6,5 Stunden. Gewaltig. Das ist da oben der Schneipstein rechts, Max, oder? Das ist ein normal. Geil. Da kommen wir hier dann. Ich glaube, irgendwo da links müssen wir noch rauf. Wir sind auch die Oberhütten. Jetzt haben wir gerade gedacht, da geht es ziemlich weit rechts rum. Ob wir nicht links bei der Wand vorbei hätten müssen. Und tatsächlich völlig falsch. Jetzt hat schon mein Normalweg auf den Schneipstein rauf. Ja. Dafür geht es dann entweder in Ostgrat oder die Schlumm runter. Schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir da schon. Kurz vor der Unterjochalm. Das Stallhaus ist da oben in der Scharten. Da müssen wir jetzt hin. Da ist kein Besenjäger. Glück gehabt. Da oben ist der Schneipstein. Dumme Göllkamm. Da eine geile Hütte. Ja, voll. Da sind wir jetzt bei der Unterjochalm, die gehört zusammen mit der Oberjochalm und da oben das Stahlhaus. Ja, da bin ich mit dem Rall schon raufgefahren von drüben. Zwei Stunden haben wir da jetzt hinauf verbracht auf die Oberjochalm und jetzt geht es weiter aufs Stahlhaus. Das ist da vorne und von da geht es noch auf den Gipfel. Zwei Stunden 40 haben wir jetzt dazu auf verbracht. Da hinter uns ist das Stallhäusl. Ja, und es zieht die Front schon einer. Richtig schön aus dem Bayerischen. Da oben ist der Gipfel. Morgen, grüß euch. Morgen.
Grüß euch. Ja, jetzt zieht sich ziemlich lang da rauf. Da unten das Stahlhaus. Alles relativ einfacher Wanderweg. Steinig ist halt da. Das ist einmal wieder besser zum Gehen. Ja, jetzt haben wir es auch geschafft. 3 Stunden 45 von unten zu Fuß. Ja, Schneipstein, so schaut es da heraus am Gipfel. Und der Wind bläst ein bisschen. Da unten sieht man jetzt die Oberjochalm. Da links davon Unterjoch. Da ist das Stallhaus. Von da sind wir Hirzen rauf, ungefähr eine Stunde braucht. Und gegenüber ist Brettgöll. Und vor allem da noch der Kuchlerkampfjähre. Ja, Max, er schon wieder da. Und der Mensch, die Bergziege, ja, ist auch herum. Sauber, Bergziege. Ja, super. Sauber. Kämpfer, alter Kämpfer. Der Dorfjähre ist dann Hochkönig. Steines Meer um mich. Teufelshandel sieht man auch, sind wir gerade ein Sturm gewesen. Karlsberg, Steines Meerwasser und da drüben der Watzinger. Nach wohlverdienter Gipfelrast haben wir gesagt, jetzt sagen, probieren wir es beim Abigehen. Schneibt schnell Ost grad. Ja. Direkt da hinten ist der Gipfel. Sieht man da wunderschön das Tal raus, wo wir hergekommen sind. Bricht gescheit runter da. Ein letzter Rückblick auf den Watzinger. Ubinger unterwegs Richtung Göll. Vor uns die Erhebung, das ist eh schon der Schneipstein Ostgipfel. Da haben wir nachher von der Strecke her schon einiges gemacht. Also das meiste. Aber klettertechnisch, glaube ich, wird nachher es schwieriger. So, da ist der Schneipstein Ostgipfel. Passt wieder durch so. Da unten die Unterjochalm, Oberjochalm, Stahlhaus. Schon ziemlich weit vorgekommen und ja, da geht es jetzt nachher weiter. Spannend, spannend. Ja, das interessanteste Stückchen wartet jetzt noch auf uns. Da Viere und dann müssen wir da das Wiesenfleckerl ansteuern. Und hinten gehen wir nachher noch ins Tal. Ja, dann sind wir eh richtig unterwegs. Ich bin da so gezogen.
Ah, ja, da geht's runter. Auf der Seite gehen wir nicht, gell? Nein, das ist die Skiabfahrt im Winter. Die Heine holt so steil ab. Schau, die Zugbremsen, eine riesige. Voll. So, also wir sind auf jeden Fall irgendwo am Ostgrat. So, da viel habe ich jetzt da nicht gefilmt, was die Schwierigkeiten. Darf sich jeder selber ein Bild davon machen. So viel Mensch, oder? Es war challenging. Ja, das stimmt. Die Wegfindung auch nicht ohne von oben. Aber irgendwie haben wir uns durchgeschummelt. Wurstelt. Ja. Max, Männer, ich gratuliere euch zum Bestehen des Schneipstein-Ostgrates. Ist das da schon das Ende? Das ist das Ende vom Grat. Super. Der hat mich zum ersten Mal und zum letzten Mal gesehen. Völlig irre ist da die Gegend. Da direkt neben der steilen Felswand geht es da runter. Braucht jetzt fast ein Klettersteigset, hat der Max gesagt. Seilversicherungen rein, Absturzgelände. Also mit dem habe ich echt nicht mehr gerechnet. Ja, also wir sind da jetzt herunten beim Plumptau Wasserfall. Bis da sind es zu Fuß 19,1 Kilometer gewesen. Bis dass wir bei den Radl sind, sind es ungefähr 20 gewesen zu Fuß. Und zu Fuß haben wir 1900 Höhenmeter gemacht, mit dem Radl 100, ein bisschen was kommt noch dazu. Also gute 2000 Höhenmeter Tour und ca. 40 Kilometer bei Firminz von daheim bis daheim. War echt eine richtig lässige Geschichte, muss sagen, der Ostgrat, also gerade da. Von unserer Seite, Endbereich vom Grat, war echt richtig anspruchsvoll. Vom Vergleich mit dem Kuchl kommen würde das sogar Stufen drüber tun. Klettertechnisch zwar nicht schwerer, aber es ist halt einfach ungut, weil es zwischen Latschen kreist und Wiesen hast. Und ja, also wenn es da nass ist, ist es echt richtig zum Aufpassen. Ansonsten echt eine lässige Tour da durch die Plumptau rein. Und ja, das Tagesprogramm wurde gut gefüllt. Der Bench kommt da oben jetzt auch runter. Der ist schon ein bisschen feinzig. Der geht nicht mehr. Weiß Gott, wie er gern hört. Aber muss auch noch ein bisschen durchhalten, bis dass wir bei den Rall sind. Und dann haben wir es geschafft. In dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Nicht vergessen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, gerade Glocken aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Ja, und Fragen unten rein ins Kommentarfeld. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao.